So, hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Wir spielen GTA Online. Und zusammen mit dem Power Panos machen wir heute einfach nur ein bisschen Müll hier. Übrigens, hi Du Panos. versprichst mich bei meinem Namen. Was? Du sagst meinen Namen falsch. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Es sind 5 Buchstaben. Hä? Achso, Panos. Was meinst du? Du hast ja voll versprochen, Alter. Was denn? Egal, egal, YOLO. Ja, was habe ich gesagt hier? Ey, ich fühle mich gerade hier schuldig und ich weiß nicht warum. Egal, 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 egal. Ich komm, hol dich mal ab. Also, mit welchem Auto fahren wir? Oder fahren wir mit Ich dem hab eins, ich hab Motorrad? eins. Fahren wir hier mit dem Motorrad? Ich hab eins, ich hab ein cooleres wie deins. Wetten? Mal schauen. Und das ist kein Supersportwagen. Kein Supersportwagen. Nein. Ist es vielleicht ein Buggy? Panos, ich hab dich gerade was gefragt, du Idiot. Nein, ich hab doch nein gesagt. Da kam nichts. Ein Ford GT-Verschnitt hier. Nee, ne, Corvette ist das. Kein Ja, Zutritt. Keins. Fahrzeugzugangsfreunde, ich fahr nochmal Crew-Wohnfreunde. Ich schieß dir gleich die Fenster rein hier. Alter, renn mal kurz weg und komm wieder zurück. Was heißt da wegrennen? Hä? Keine Hübsche Ahnung. Lackierung übrigens. Dankeschön, Dankeschön. So, wir gehen jetzt zu unserem 1A Müllmachenort. 1A Müllmachenort. Bin ich jetzt gespannt hier. Heute ladet uns ja der Panos auf eine Reise. In die ferne Zukunft. Nee, ich würde eher sagen, in sein Hirn, da wo nur Schrott herrscht. Das ist jetzt aber gemein. Ich war jetzt falsch von dir. Egal. Ich stimme doch ein bisschen. Ich kenne dich schon, Panos. Halt, lern mal Auto fahren. Weißt du, wie geile Sachen du damit mit dem Auto machen kannst? Ich weiß nicht, aber es schaut irgendwie geil aus hier mit den Groben. Alter! Spaß. Ich, immer wenn ich so ein Auto drauf gefahren bin, ist es weggeflogen und sonst was, wenn ich schwör's dir. Das war jetzt wohl der Vorführeffekt. Versuch nochmal. Jetzt sind wir weiter geflogen als der. Abkürzen mal anders. Scheiße. Nein, Panos, das schaffst echt nur du. Na dann suchen wir unser neues Auto. Okay, das kann dort chillen. Lass das Auto chillen und jetzt lass mich fahren hier, ja? Komm, Bre. Ah, der will das Auto haben. Wen von den Erledigt. beiden? Warte, warte. Ja, warte, warte, warte. Nein, du erledigst ihn nicht. Was Warte. los? Ja, komm, steig ein. Mein Geld aufgehoben, gib das. Yeah, jetzt sind wir hier voll am Lowrider unterwegs hier. Bin gespannt, wohin uns der Panos hier führen will hier. Das bleibt eine Überraschung. Der Pass sieht auch Bombe aus. Auf jeden Fall hier. Voll auf Checker. Ein bisschen schneller könnte die Karre wohl sein, ne? Mal ein Auto hier ran. Was ist so gerade die Federung? Nein. Keine gibt ja viel Federung, ne? Ja, schau mal um die Kurve, das Auto flippt sich, ne? Wo? Ja, die Ja, GTA 4 meine Federung, Zeit. also. Ja, sagen wir so, GTA 4 hat, finde ich, die schlechteste Fahrengine, was ich jemals gesehen habe. Wirklich. Ist unlogisch für sonst was. Ja, irgendwie schon. Also da ist GTA 5 und GTA Online vor allem um einiges besser gelungen hier, Ja, oder? das geht ja ohne, das war total verbuggt. Hast halbe Stunde lang gewartet, bis du Ding, ja, es ist Lobby rein joinst. Ja, am Anfang, aber jetzt klappt das ja wirklich gut hier. Also ich bin wirklich begeistert hier. Recht, recht,
rechts. Letzten Drücker, ja. Ja, super, trifft. Alter, mach's besser. Oh ja. Yeah. So, hab ich gut gemacht. Jetzt links, links. Gut, jetzt fahr. Geradeaus, bis wir etwas sehen, oder wie? Wenn wir was Großes, Gelbes sehen. Da, da, links. Mach schon. Du machst schon und dann fährst du gleich über mich drüber, oder wie? Dann halte, Monsieur. Alter, für. Oh mein Gott! Ich muss von hinten irgendwie, es ist warte, fahr kurz weg. Also bleib genau da, bleib genau. Ah, da. Fern über meine Birne drüber, nichts passiert. Alter, was machst du mit der Karre hier? Die habe ich nur geborgt. Lass aber nicht explodieren hier. Ja, davon kannst du ausgehen. Ja, du, aber mein Auto fährt nicht mehr wirklich. Pados, das ist krank, was du hier magst. Warte, bleib stehen. Bitte es doch mal von nah angucken. Also ein sehr schönes Radmodell. Ja. Laschwagen hier. Also professionell. So, du würdest. Ja, auf jeden Fall. Also ich schaue ja noch top aus hier. Du nimm die Karre, ja? Nimm du die große Karre, ich komm, ich fahr dir dann mit was anderem entgegen, ja? Geht das klar? Aha. Mal schauen, was man sonst noch alles hier kaputt machen kann. Ups, das Auto explodiert unter mir. Motorrad. Ja. Nein, bitte brenn nicht. Nein, das Auto hat eine lange Lebigkeit. Ja, aber die Reifen halten nicht besonders viel aus, wenn es brennt. Alter, lol, das muss es dir. Alter, das muss mit auf Aufnahme sein. Ich bin Stange hochgefahren. Wirklich? So, ich komme jetzt schon mit dem nächsten Auto hier. Oh. Alter, ich hab einen Stern, warte noch. Ich flüchte erstmal vor den Stern, ja. Alter, ihr habt eine Idee, ne? Lass uns einen Cargo Bob klauen und in einen Lastwagen hängen. Nee, warte noch. Wir machen das als erstes mit der schönen Karre hier. Ich versuche hier keine Delle reinzumachen, ja. Aus Kopfgeld. Alter, okay, Leute, lass du mich. Wir teilen, oder? Ja, geht das? Ja klar. Snipe mich. Snipe mich nicht. Ich geb dir einen Quickscope in die Fresse, Alter. Quickscope, okay, will ich sehen. Chill, ich hab Schalldämpfer drauf, ne? Doch, muss ich erstmal sehen. So, wo bin ich? Hier unten. Ich nicht. Ja, beeil dich! Ich sehe dich nicht. Das gibt's ja normal nicht. Die Bullerei sieht mich. Ah, jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich dich. Bleib stehen. Alter. Bleib stehen, genau. Tuck. So, wie tue ich das? Mit. Halten, oder? Ja. Ja, hervorheben. Nein, nicht Spieler vorhin. Was wirst du wohl machen? Auf Rucksack, glaube ich. Alter, jetzt hast du die Bullen am Hals. Ich hol da mal wieder die Karre, ja? Die wird jetzt noch geschrottet. Dann kann ich mir gleich nochmal sagen. Select gedrückt halten. Dann? Dann auf Beutel oder so, warte mal. Auf Inventar. Bargeld, Inventar und Bargeld. Und dann hast du jetzt das Teil. Vom letzten Job teilen. Bargeld aus letzten Job. Ein Gesamteinnahmen 9000. Neonatore. Kommt 2%. Ey. Alter. 50%, oder? Cool. Ja, gerne. Ey, cool. Das ist cool. Alter.
So, er hat zwar jetzt schon kaputte Scheiben, aber das macht nichts. Bist du von der Polizei entkommen? Aber ich kill ihn mal kurz mit Pumpgun. Nee. Stirb lieber, ja? Stirb. Okay, ich geb ihm nur eine Smackin. Weil da, wo der jetzt steht, ist einfach nur genial. Okay, jetzt mach ich's tot. Okay. Aber direkt ist meine Leiche. Ich zieh noch drauf. Du darfst jetzt was machen, auf das wirst du dich sicherlich freuen. Oh ja. Oh ja. Du darfst jetzt einfach nur in das große Fahrzeug einsteigen und losfahren. Der Rest wird sich wie von selbst ergeben. Okay. Bitte mal kurz zu dir. Ah ja, also beeil dich. Warte. Ja, Alter, beeil dich, Alter. Das wird so böse. Oh mein Gott. I'm on the road. So, jetzt könnte ich ja böse sein und sagen, so, und ob, wenn ihr sehen wollt, wie das weitergeht, viel Spaß in der nächsten Folge. Nee, Spaß beiseite. Das machen wir schon hier, ne? Das machen wir jetzt noch. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Brumm, brumm. Nein, Spaß. Ja, kommst du da überhaupt wieder rein? Alter, was führst denn du da auf? Steig ein. Beim Dreieck voll. Musst da irgendwie hochklettern. Aber von der anderen Seite. Ja, glaube ich auch. Aber ich kann das Auto hochklettern. Und Alter Kompanos. Das wirst du ja jetzt noch schaffen, oder? Langweilig. Aber, naja. Dann such mir ein neues, frisches. Nee, warte. Spring auf mein Auto rauf. Achso, willst du einen neuen suchen? Hm? Okay. Alter, warum ist der jetzt ausgestiegen? Achso. Nee, warte, warte. Spring dann auf mein Auto rauf, ja? Vielleicht kommst du da dran. Ah, falsche Richtung. Der Polizist schaut erstmal, was wir hier tun. Nee, wird nix, ne? Das neue so. Okay, schade. Schade, die Position wäre einfach geil. Ja, wir machen die nochmal. Egal, no problem. Okay. Schade, das. Ah, da vorne steht ja schon einer. Machen wir gleich da oben, ja? Radio wechseln. Hier kannst du schon aussteigen. Du fährst jetzt hier den Berg hoch. Ich fahr jetzt den Berg hoch. Ja. Bringst dann hier runter. Siehst du das? Okay. Alles klar? Warte. Alter, das wird so böse. Du fährst jetzt einfach hier den Berg runter und rammst mich damit weg. Oh ja. Oh, jetzt krabbt er sich ein. Er kommt nicht hoch. Alter, okay, dann vergiss das. Fahr irgendwo hin. Warte, jetzt bin ich oben. Warte, okay, ja. Da, wo du bist. Ich komm da, wo ich bin, besser. Warte. Bisschen weiter zurück, wahrscheinlich werde ich nicht ganz auf den Boden fahren. Ja, werden wir schon sehen. Versuchen wir's. Sag's gut. Versuch's. Gib dein Bestes. Oh ja. Yeah. Okay, ich fahr mal hier weg. Auf dich fall. Ja, das wäre auch eine Idee. Ich bin mal von hinten an. Ich schieb dich schön an. Was Schmutz. Alter, das wird auch so böse. Wohin fährst du? Zur Brücke. Ich versuch gerade einen anderen Weg, aber irgendwie ist der jetzt nicht so aufgegangen. Wart noch ein bisschen. Okay. Okay, wo kommst du jetzt runter? Fahr mal hier weiter. Guck hier auf der großen Schraubstraße. Ja, ich habe hier gerade einen Zug, den ich mal rausweichen muss. Ja. Stell mich mal breit und quer zur Straße. Ja, und was machen wir jetzt? Fahr Ding die Brücke runter, fall auf dich.
Okay, hier oder wie? Ja, stell ich einfach unten. Okay. Alter, das muss aber jetzt gut gezielt sein hier. Wenn das jetzt ja, nicht klappt, wäre das scheiße. Ein bisschen gut zielen, weil er ist voll Stau. Warte. Naja, versuch mal. Oh! Oh mein Gott. So, jetzt darfst du den auch noch blätten, ja? Schiebe einfach zurück. Kein Problem, oder? Für die Karre. Und auf den LKW. Alter. Alter. Bist du gerade über meine Motorhaube gefahren, zur Info? Das Auto schaut jetzt aus wie ein getunter Mini. Ja? Lass mal aussteigen. Ja. Sieht doch aus wie ein Mini, oder? Das war mal ein SUV. Ich nehme mal diese Karre hier, ja. Jetzt schieb bitte mal ein bisschen zurück, ja. Nee, schieb zurück, komm. Auto kaputt! Ah, das wird jetzt auch böse. Kannst du schon wieder nicht einsteigen? Ah, schon. Witz, oder? Ah, das ist voll easy. Spring erst dran. Voll den scheiß LKW weg. Das ist gerade so schön verpackt. Oh ja, weil da ziemlich viele Leute sind. Warte. Warte, warte, warte. Guck mal, guck mal. Ich bin I Assassin's Creed. Guck. Komm, steig ein. Dreieck voll. Steig nicht ein. Da ist der LKW dran schuld! Was macht das? Ist dann dran? Ach so, einer hat. Warte, jetzt, geht's ran! Auf mein Auto. So, ich bin durch mit. Kleinen Wagen, kleinen Lastwagen. Jawohl, chill, fahr zurück. Geht das jetzt? Steig ein. Alter, steig einfach ein. Thanos, ja, du bringst das einfach nicht hier. Jetzt verscheißen wir die letzten 4 Minuten auch noch, oder wie? Ja, was machen wir jetzt noch in den letzten 4 Minuten? Komm, wir suchen Cargo-Bock. Fahrzeug. Ja, markier. Müsste eh hier sein. Also. Geradeaus. Ja, ich weiß ja, ich kenne den Platz. Ja, das war aber jetzt schon geil hier, ey. Krasse Sache. Ja, das heißt dann. Oh ja, yeah. Das muss mir mal wer nachmachen hier, ey. Das kann keiner besser, oder? Ah, das wäre schon ein bisschen besser gegangen hier, die Kurve. Was sollte ich, was ich mache? Das ist doch falsch, da. Markierst du mir den kleinen Flughafen, bitte? Der ganz kleine. Du musst bis dahin fahren. Da geht sich eigentlich fast nicht aus, oder? Ne, Leute, 20 Minuten um. Erstmal hier einparken. So, das war jetzt das Hirn eines Affen. Eindeutig. Panos, du bist so pervers, wirklich. Also, Leute. Auf die linke Seite, guck mal auf die linke Seite. Ja, mach ich doch. Ich wünsche euch, nicht so wie der Panos, einen schönen Tag noch, ja? Wir sehen uns das nächste Mal. Affenkopf. So, wie geht es nochmal? Ah ja, genau.